Es gibt das sogenannte 3D-Kriterium und das gilt für Israel, das gilt auch für jeden anderen Staat. Das finde ich sehr gut. Das heißt, eine Kritik ist nicht antisemitisch, wenn sie drei Dinge vermeidet. Nicht dämonisieren, also das heißt, ich erkenne an, dass das zum Beispiel, dass das keine Kindermörder sind oder keine Dämonen, keine Teufel. Ja? Das gilt natürlich für Israelis, das gilt aber genauso für türkische oder jetzt russische Menschen. Ja? Also es sind trotzdem Menschen. Keine Delegitimierung, also nicht sagen, wir wollen, dass der Staat verschwindet. Da sage ich oft das Beispiel Pakistan. Pakistan ist fast gleichzeitig gegründet worden, übrigens Burma auch, also ein Staat muslimisch, einer buddhistisch und einer jüdisch, die sind im Abstand weniger Monate gegründet worden, alle drei. Alle drei haben heftige Konflikte. Burma, die Myanmar heute, vertreibt die Rohingya zum Beispiel, die muslimischen. Pakistan hat Teile von Kaschmir besetzt. Eine Atommacht, drei Atommächte, Indien, Pakistan, China kämpfen um Kaschmir, unterdrücken Christen, vertreiben Bahai, aber niemand würde sagen, Pakistan soll von der Landkarte verschwinden und niemand würde sagen, wir boykottieren jetzt alle Pakistanis oder alle Muslime. Und das wäre dann eben der dritte, keine doppelten Standards. Also wenn jemand sagt, Herr Blume, finden Sie alles an der israelischen Demokratie etwa gut? Sag ich, nee, also ich finde es schrecklich, das sind zum Beispiel Parteien in der Knesset, die keine Frauen aufstellen. Das finde ich überhaupt nicht gut. Und das sage ich auch. Auch wenn mich dann mancher dann ankoffert und sagt, ja, ich muss alles gut finden, was Juden machen. Blödsinn. Jüdinnen und Juden sind Menschen. Und da gibt es Wunderbare drunter und Leute, wo ich ein Problem habe. Das wollen auch Jüdinnen und Juden nicht, dass man sie für bessere Menschen hält. Sie wollen einfach als Menschen akzeptiert werden. Aber dann, wenn ich das kritisiere, dann wünsche ich mir natürlich auch, dass die Menschen im Gazastreifen und im Westjordanland überhaupt mal wieder wählen dürfen. Dass sie überhaupt mal wieder, im Gazastreifen durften die einmal wählen, dann kam die Hamas an die Macht. Seitdem ist dort Militärgerichtsbarkeit. Menschen werden hingerichtet, wenn sie nur mit Israelis skypen, wenn sie nur mit Juden Kontakt haben. Und dann sagen mir Leute, ja, aber du musst die israelische Demokratie kritisieren. Sag ich, absolut. Keine Demokratie ist perfekt, nicht mal die in Baden-Württemberg. Aber ich würde mir erstmal auch wünschen, dass wir uns für die Demokratie auch für die Palästinenser einsetzen. Wenn das nicht kommt, dann rückt die Zwei-Staaten-Lösung immer weiter zurück. Also wenn es dieses 3D-Kriterium einhalten, nicht dämonisieren, nicht delegitimieren und keine doppelten Standards, sind sie safe. Und wenn ihnen dann jemand sagt, sie sind aber trotzdem Antisemit, dann sagen sie, das geht mir wie dem Blume. Ja, also, das Hamburger Gericht wird das vielleicht erlauben, es kann uns dann aber egal sein. Also wenn jemand zum Beispiel jetzt sagt, also ich boykottiere wegen Menschenrechtsverletzungen China, ja, mit den Uiguren und den Tibetanern. Ich boykottiere Indien, weil es gerade die Muslime unterdrückt. Und ich habe ein Problem mit Israel, dann ist das was anderes. Wenn aber jemand sagt, das ist mir alles egal. Der einzige Staat auf der Welt, der mich stört, und das ist zum Beispiel BDS-Bewegung, ist Israel. Und ich boykottiere nur die. Dann wären das genau diese doppelten Standards. Ja, das ist für mich auch der Unterschied. Ich habe so viel mit Leuten zu diskutieren. Und dann, ja, Blume, die besetzten Gebiete, sage ich, super. Gut, dass wir darüber sprechen. Wie sehen Sie denn das mit Kaschmir? Kaschmir, das sind doch irgendwie so Pullover. Ja, aber wenn man seinen ganzen Boykott nur gegen Israel richtet und alles andere nicht stört, dann würde ich eben sagen, dann geht das zu weit und dann würde ich dagegen auch aufstehen. Aber ich war auch bei Pax Christi, ich diskutiere auch mit den Leuten und ich sage trotzdem, dass man sich auch jeden Einzelfall anschauen muss und nicht einfach sozusagen, ich bekomme es ja auch selber ab, quasi nach dem Motto, Antisemit, kein Antisemit, Antisemit, kein Antisemit, so einfach ist die Realität halt auch nicht, sondern da muss man schon, es gibt auch Menschen zum Beispiel, die machen mal einen blöden Witz und entschuldigen sich dafür, das würde ich dann anders sehen als jetzt zum Beispiel Kanye West, ja, der immer wieder nachlegt und immer wieder, bis sich jetzt Adidas von ihm getrennt hat. Ich glaube, jeder hat mal das Recht, auch mal einen Blödsinn zu schwätzen, aber das ist ja ein Unterschied, wenn einer immer wieder in die Kerbe haut. Also da ganz bei Ihnen.